Moin und hallo aus der Virola Akademie in Oldenburg. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Wir haben hier ein BMW 318D Typ F31 mit einem 8-Gang Automatikgetriebe. Das Fahrzeug hat jetzt etwa 90.000 Kilometer gelaufen und wird viel im Anhängerbetrieb genutzt. Dem Fahrer ist aufgefallen, dass die Schaltvorgänge während des Fahrens härter und ruppiger sind, eben nicht mehr so geschmeidig wie vorher. Wir würden jetzt mit dem Arbeitsablauf so weit vorgehen, dass ein elektronisch unterstütztes Getriebe, dass wir als erstes empfehlen, ein Fehlerprotokoll zu erstellen. Sollte nichts hinterlegt sein, würden wir eine Probefahrt empfehlen, nach der Probefahrt Zustand des Getriebes prüfen. Ich habe jetzt den Fehlerspeicher überprüft, es ist kein Fehler hinterlegt und jetzt würde ich eine Probefahrt durchführen. Probefahrt hat ergeben, dass das Fahrzeug verzögert schaltet und bei den Schaltvorgängen auch ruckt. Jetzt würde ich das Getriebe mal überprüfen. Bei diesem Modell ist das so, dass der Hersteller kein Wartungsintervall vorgibt. Das heißt, er sagt, das Öl muss nicht gewechselt werden. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass bei Fahrzeugen um die 100.000 Kilometer man sich schon mal das Öl genau anschauen sollte, weil da auch Abrieb und Schmutz drin ist und es sich dann empfiehlt, einen Ölwechsel durchzuführen. Ja, jetzt haben wir das Getriebe unterhalb soweit freigelegt. Jetzt schauen wir uns erstmal an, ob irgendwo eine Leckage ist. Ja, das ist hier aber nicht der Fall. Wichtig immer gucken, oben, ob der Steckanschluss, wo die Elektrik reinkommt, ob da irgendwo eine Leckage ist. Das ist aber auch hier nicht der Fall. Jetzt wollen wir uns mal die Ölqualität angucken. Mal gucken, ob da was rausläuft, dass wir es dann eben sehen können. Ui, ja, da sieht man ja schon, es ist relativ dunkel. Man riecht auch etwas, es riecht etwas verbrannt. Mal gucken, wie jetzt gleich das in der Ölwanne nochmal aussieht. Ob wir da auch irgendwie Späne sehen, Abrieb sehen nochmal zusätzlich. Schauen wir gleich mal. Ja, das ist jetzt Ruß, Schmutz und Abrieb aus dem Getriebe nach knapp 90.000 Kilometern. Wir haben uns jetzt für das Fahrzeug das richtige Expert-Kit geholt. Das ist, wie hier zu sehen, V20-2090. Da packen wir jetzt mal aus und dann gucken wir mal, ob alles drin ist. Ja, hier sehen wir schon, hier kommt die Ölwanne. Komplett mit Filter, zugehörigen Schrauben und eine neue Auffüllschraube. Dazu haben wir 8 Liter HP8 ATF-Öl. Ja, hier ist nochmal eine Hinweisbroschüre. Zum einen sehr gut. Einmal noch die Hinweise für die Anzugsdrehmomente und die Anzugsreihenfolge der Schrauben für die Ölwanne. Und innen drin haben wir nochmal einen Hinweis auf zusätzlich verfügbare Varianten für 6- und 8-Gang Automatikgetriebe. Die Einfüllschraube, die Befestigungsschrauben, alles dabei. Was hier auffällt, der Filter ist eingeschraubt mit 4 Schrauben. Das heißt, beim nächsten Ölwechsel brauchen wir eigentlich nur den Satz mit dem Filter. Und da ist dann eine Dichtung bei. Die Wanne als solches, die können wir wieder verwenden. Während Aaron das Befüllgerät auffüllt, schauen wir uns nochmal den Vergleich altes und neues Öl an. Ich habe mir mal eine Taschenlampe geholt. Dann können wir mal gucken, ob wir hier durchscheinen können. Das heißt, das Öl ist so verschmutzt, dass wir hier nicht mal einen Lichtschein erkennen. Das neue Öl zeigt also, wie durchlässig es ist. Das heißt, die Verschmutzung, der Verschmutzungsgrad zeigt sich hier eigentlich daran, wie lichtdurchlässig das ist. So, und das nach 90.000 Kilometern. Ja, Johannes, dann stell dir das mal bei 200.000 Kilometern vor. Johannes, wo ist denn die neue Ölwanne? Lassen Sie mal zusammen unterbauen. Das geht einfacher. Die habe ich hier. Hier sind die Schrauben, die habe ich schon. Man sollte immer neue Schrauben verwenden, weil das sind sehr dünne Schrauben, die durch die Temperaturausdehnung die anderen Schrauben vielleicht ein Problem haben. Der Hersteller schreibt auch neue Schrauben vor. Haben wir im Kit mit drin. Ich reinige jetzt hier nochmal genau die Dichtfläche, damit kein altes Öl
oder eventuelle Schmutzpartikel zwischen Dichtung und Gehäuse geraten. Bevor wir das ansetzen, schauen wir, dass wir hier den O-Ring mit ein bisschen Öl benetzen, damit er sauber hier reingeht. Beim Befestigen der Ölwanne darauf achten, mit Drehmoment nach Herstellervorgabe und in einer Reihenfolge, dass man immer über Kreuz anzieht, damit die Dichtung an der Ölwanne sich auch sauber anlegen kann. Das Ganze haben wir hier nochmal im Flyer mit aufgeführt. Zu unserem Befüllgerät haben wir das Adapterset V99-1024 mit 14 verschiedenen Adaptern. Für dieses Getriebe passt am besten das AT102. Und jetzt füllen wir das Getriebe erstmal auf. Jetzt das Getriebe so weit befüllt, dass das Öl wieder rausläuft. Jetzt verschließe ich mit der alten Kontrollschraube den Einfüllstutzen, dass wir danach gleich das Getriebe auf Prüftemperatur 40 Grad bringen und dann überprüfen, ob der Getriebeölstand passt. Ich starte jetzt den Motor und schalte jetzt das Getriebe in den einzelnen Gängen einmal kurz durch. So, der Hersteller schreibt hier in diesem Fall, wenn wir den Ölstand prüfen wollen, bei laufendem Motor vor Solltemperatur zur Prüfung des Ölstandes 30 bis 40 Grad. Das heißt, wir fahren jetzt mit der Überwachung des Testers eine Temperatur von 40 Grad an und prüfen dann bei laufendem Motor. So, hier im Tester ist nochmal ein schönes Schaubild, wie das gemeint ist mit dem Auffüllen und Überprüfen des Öls. Hier ist also die Unterkante der Einfüllbohrung. Das heißt, wenn das Öl hier an dieser Kante steht und es leicht anfängt zu tropfen, dann ist der Ölstand in Ordnung. Das überprüfen wir jetzt gleich. Ja, wie wir hier sehen, haben wir jetzt 40 Grad Getriebeöltemperatur erreicht. Jetzt gehen wir nochmal ans Fahrzeug und überprüfen den korrekten Stand. So, jetzt kann man sehen, es kommt nichts mehr. Also muss ich jetzt noch was nachfüllen. Hier nicht wundern, was hier jetzt gerade runtertropft, das ist Kondenswasser der Klimaanlage. So, jetzt läuft das Öl raus aus dem Überlauf. Jetzt lassen wir das so lange laufen, bis es tropfenweise aus dem Anschluss rausläuft. So, jetzt sehen wir die Tröpfchenbildung und ich setze jetzt die Schraube an und verschließe das Getriebe. Bei der Einfüllschraube ist darauf zu achten, dass der Hersteller-Drehmomentwert eingehalten wird. Nach erfolgtem Ölwechsel bietet es sich an, bei dem Fahrzeug einmal die Adaptionswerte fürs Getriebe zurückzusetzen. Warum? Dadurch, dass jetzt anderes Öl drin ist, arbeitet das Getriebe auch etwas anders und das würde das Steuergerät sofort merken. Wenn wir die Adaptionswerte zurückgesetzt haben, fängt das jetzt neu an zu lernen und passt sich dem Fahrer an. Das machen wir mal hier eben. Wir gehen hier auf Anpassung einstellen, Adaptionswerte Getriebe zurücksetzen und das war's schon. Und wie war die Probefahrt? Super. Schaltet ganz anders, ist viel spritziger. Ich vermute mal, dass das alles was gebracht hat. Müssen wir mal ausprobieren, jetzt über die nächste Zeit, aber ich bin davon überzeugt. Hat euch dieses Video gefallen? Dann schickt uns einen Daumen hoch. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Schreibt uns einen Kommentar.